Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana und ich habe meine Vorräte aufgestockt, wie ihr seht. Moment, ja, hier. Und in das Mod haben wir unten zwei so Orbschalter gefunden, die wir aktiviert haben. Und damit dürfte sich jetzt oben, nein, geh mal weg, was getan haben. Und das checken wir jetzt aus und werden gleich natürlich wieder mal volle Kanne adaptiert am Anfang des Parts. Ich habe mein Schwert auch aufgerüstet. Und zwar zu der... zum Titanschwert. Macht auch gleich viel besseren Schaden. Na, ich möchte die Ruhe. Danke. Die beiden kümmern... Oh, Bonbon, das ist gut. Das kann ich immer gebrauchen. Autsch. Super Orbs werde ich schlecht, aber ich glaube, wir haben schon wieder Orbs vergessen. Irgendwo. Weil meine Waffen kommen mir wieder so schwach vor. Keine Ahnung warum. Jetzt hier natürlich die Tür offen oben für uns. Deswegen können wir jetzt durch. So. Titanschwert und BAM! Ich sagte BAM. Oh yeah, das macht doch gleich ganz guten Schaden. Oh, Level 49, cool. Okay, da sind noch mehr Orbschalter. Das heißt, wir können dann bestimmt weiter oben da auch durch. Das heißt, wir haben den letzten Part von Anfang an falsch gemacht. Wir werden von unten her ein Orbschalter nach dem anderen beseitigen müssen, um wieder zu kommen. Und wenn wir hier oben jetzt natürlich das gleiche machen, dann kommen wir weiter oben natürlich weiter. Ist logisch. Stirbt ihr bald mal? Okay, jetzt schon mal weg. Ich fühle mich dank des Power-Ups durch das Schwert auch schon wesentlich stärker. Und vielleicht auch durch das Level, das wir gemacht haben. Ja. Da geht's auch. Ja, da ist ein Orbschalter. So, analysier das mal. Was haben wir denn hier? Oh. Lebenswasser, okay. Ah, ich glaube, ich habe die Analyse weggeklickt durch meine Aktion. Hätte ich mal gewartet. Elektras Magie könnte helfen. Okay, Elektras Magie. Da haben wir entweder Blitzschlag oder den Wind. Okay, es war der Blitzschlag. Wow, da war noch ein Gegner, aber ist mir gerade egal. Lass uns hier verschwinden. Komm, die besiegen wir. So, für uns jetzt, da wäre schon kein Problem mehr. Dank des Levels. Als wir reinkamen, da hatten wir Probleme gehabt, aber so langsam müsste es eigentlich auch mal gehen. Gut, ohne meine Freunde wäre ich hier verloren, denke ich mal. Mit ihren Attacken. Nein! Oh Gott! Böse Falle. Das kann man doch nicht ahnen, sowas. Das ist jetzt doof. Obwohl es auch gar nicht vielleicht so schlecht ist, wenn man Energie verliert, dann kann sie mich die Heilmagie benutzen und das steigt dann auch dadurch. Der ist auch kaputt. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal ihr sagen, sie soll die Heilmagie benutzen. Gleich nachdem ich dieses Schwert gebasht habe. Schick. Zum Glück nur einer. Und nicht zwei.
Ja, komm. Yes! Das war ein schönes Geräusch. Waffenlevel ist gestiegen. Boah, es ist schon wieder früh am Morgen und keine Ahnung, ich bin gerade aufgestanden. Die Station vielleicht aus der Stimme. Das gleiche machen wir jetzt natürlich auf der Seite. Mit dem Schalter. Okay. Chroma-Klinge ist jetzt egal. Kümmern wir. Ah, das sehe ich schon. Das ist definitiv Feuer. Irgendwas mit Feuer wird das sein. Okay, die Steinklinge kann uns versteinern. Ist logisch. Solange sie uns nicht trifft, ist alles schick. Super ausgewichen. Ihr seht schon, meine Ausweichfähigkeit erhöht sich langsam. Okay, Buch, geh mal schön aus dem Weg, Buch. Damit ich hier in Ruhe arbeiten kann. Die Bücher haben normalerweise nicht sonderlich viel drauf. Deswegen dürfte sich das hier als weniger als Problem erweisen. Stirbst du mal? Oh, du bist frech? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, das Ding respawnt nur noch Gegner, na toll. Ist ja ganz toll. Hallo? Danke, ein Schlag und fertig. So, nächste Analyse. Bestimmt Feuer. Würde ich wetten. Natürlich ist es Feuer. Könnten wir doch vielleicht auch die Gegner mal benutzen. Das wäre so ein kleiner Vorteil. Müsste ich mal probieren. Dann müsste ich nicht ständig raten, welche Waffe gegen ihn effektiv ist. Okay, jetzt können wir natürlich auch ein Stückchen weiter hoch und dort auch logischerweise weiter. Erstmal schön die Peitsche mitnehmen. Na, ah, die will ich doch erstmal besiegen. Hunde sind für mich hier ein gutes Übungsobjekt. Für Erfahrungspunkte. Die sind hier für mich jetzt nicht so gefährlich, wie sie scheinen. Na komm, der ist da oben. Das ist etwas zu... dangerous für uns. Ja, komm ich hier. Ich glaube, ich unten lang. Jetzt keinen Bock mit euch zu fighten. Ich zieh dir aber weiter nach rum. Hier lang. Mal sehen, was sich hier jetzt getan hat. Okay, dann ist es definitiv der Raum da oben. Ja, Hundis, ich habe keine Zeit mit euch zu spielen.
Obwohl, ah, hier steht mir doch ein bisschen Weg, deswegen werde ich euch mal eben destroyen. Oh, das war jetzt nicht ganz vom Vorteil. Aber egal. Wow, gleich doppelt. Seid ihr denn des Wahnsinns? Okay, ich werde hier gerade ein bisschen sehr stark attackiert. Ja, auch nochmal ordentlich nachgeschmissen. Ja, ist es denn? Oh, was ist denn jetzt hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, geht mal weg hier. Klont euch nichts, könnt ihr vergessen. Boah, das war ja vielleicht nervig. Manchmal können die Viecher echt nervig werden. So, was hatte ich jetzt hier oben getan? Irgendwas muss ich jetzt hier getan haben. Gut, hier hat sich immer noch nichts getan. Dann kann es ja bloß hier irgendwo sein. Hat sich hier... Oh mein Gott. Hier wird ohne Sackgasse sein. Genau, natürlich. Hier ist bloß das, das hatten wir schon. Ach, da guck. Ja, genau hier. An den Ecken. Das habe ich übersehen. So, schön. Schwert aus dem Weg räumen. Ich muss sagen, es ist ganz schön groß, dieser Tempel. Größer und komplexer als die anderen. Aber es ist trotzdem cool gemacht. Finde ich. Elektras Magie könnte helfen. Und zwar Analyse auf den Hauptschalter. Nocturns Magie könnte helfen. Okay, Nocturns Magie. Ah ne, ist mir zu heikel. Könnte vielleicht eine Falle sein. Nocturns Magie, okay. Da hast du doch jetzt von Nocturne. Höllenaura, vielleicht. Ja, natürlich. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Huch, verschwinde. Oh, hey, diese Bücher sind nervig. Ja, komm hier, bevor die irgendwas spawnen, verschwinden wir lieber. So, ein Schalter müsste logischerweise noch auf der anderen Seite sein. Den werden wir gleich mal ausfindig machen.
Ja, ich spare mir gerade gern mal die ganze Magie auf für den Endboss. Wohl komme ich vielleicht von hier aus gleich dahin? Das wäre nämlich praktisch. Ja, komme ich natürlich. Da in der Mitte war noch was. Ach Moment, ach Moment, ach Moment, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Es kann dann bloß dieser Mittel... Es kann dann nur hier dieser komische... Nee, da natürlich. Oh Gott. Ich das ja nicht gesehen habe. Ist auch warm. Warm. Stimme. Zack. Zack ist die Chroma-Klinge ins Koma geschmissen. So, Analyse. Mal schauen, was du bist. Laternas Magie könnte helfen. Okay, Laternas Magie, Laternas Magie, Laternas Magie, Laternas Magie, Laternas Magie, Laternas Magie. Laterna heißt, glaube ich, du doch hier. Ja. Das heißt, das ist dann, das kann dann nur Laser Inferno sein. Ja, ist es auch. Mal sehen, was das jetzt gebracht hat. Moment mal, ich will mal kurz gucken, da oben noch was ist in der Ecke. Nein, offensichtlich nichts. Oh, ganz toll. Gegner respawn natürlich leicht, wenn man rauskommt. Aber egal, es bringt alles zusätzliche Erfahrungspunkte, die werden wir später noch richtig brauchen. Allen voran beim Final Boss. Der ist auf dem Wasser. Der ist irgendwie gespawnt auf dem Wasser. Oder übers Wasser. Na komm, ist egal. Weiter. Eine Sackgasse. Jetzt denke ich mal, kann ja nur oben irgendwas passiert sein. In dem Raum über mir. Es kann eigentlich theoretisch gar nicht anders sein. Naja, super. Eingefroren. Hier, komm, vielleicht meine Revanche dafür, dass ihr mich eingefroren habt. Der Trick ist, wenn die von meinen Freunden auf den Boden geholt werden, kann ich sie natürlich mit dem Schwert angreifen, weil im Flug kriege ich die nicht. Die kriege ich erst dann, wenn sie am Boden liegen. So besiegt man diese komischen Todesengel. Du bist mir gerade egal. Ja, natürlich, jetzt hier natürlich die Treppe oben. Okay, erreicht Level 50, super. Sweet. So, komm, geh kaputt. Komm, Klinge. So, und was mag sich da oben? Ja, nicht da oben. Ich zeig's euch gleich. Was mag sich da oben verbergen hinter dieser Tür? Ihr werdet es erfahren und wenn ich diese Feinde hier besiegt habe, werde ich den Part für heute beenden. Weil mir kommt so, als wenn die Zeit schon wieder relativ
lange ist, deswegen würde ich sagen, stirbst du erstmal. Deswegen würde ich sagen, war es zu diesem Part von Let's Play Secret of Mana. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und hier werde ich vorher gespeichert haben. Und dann gehen wir weiter hoch. Tschüssikowski.